Hallo, da bin ich wieder. Ich möchte euch zwei Möglichkeiten zeigen, wie man über Zeit spricht. Und zwar die eine Möglichkeit ist mehr umgangssprachlich und die andere Möglichkeit ist mehr offiziell, mehr Hochdeutsch. Also, ich zeige euch ein Beispiel. Letzte Woche und in der letzten Woche. Was meint ihr? Welches Beispiel ist umgangssprachlich und welches ist Hochdeutsch? Zum Beispiel kann ich sagen, letzte Woche habe ich mir eine neue Jacke gekauft. Oder in der letzten Woche ist, weiß ich nicht, Angela Merkel nach irgendwohin gereist, nach Moskau zum Beispiel. So, ihr könnt an den Beispielen erkennen, das Akkusativbeispiel, also letzte Woche, ist umgangssprachlich. Das andere ist offiziell. Das heißt, wenn ihr Nachrichten hört oder lest oder so, dann seht ihr eher das in Magenta. Also das ist die Farbe hier Magenta. Ne? Und das andere ist Akkusativ, ist mehr umgangssprachlich. So, hier ist nochmal verschriftlicht. Umg bedeutet umgangssprachlich, also colloquial. Und das andere ist Hochdeutsch. Genauso. Nächstes Jahr fahren wir in Urlaub. Im nächsten Jahr sollen die Steuern gesenkt werden. Mache ich mal ein positives Beispiel. Nächsten Monat fliegen wir nach London. Im nächsten Monat werden viele Mitarbeiter unserer Firma, was werden sie machen, neue Büromöbel bekommen. Dieses Wochenende bin ich zu Hause und entspanne mich. An diesem Wochenende findet ein Festival in der Stadt. Das eine Stadt kommt von stattfinden, das andere kommt von Stadt wie City. Also findet ein Festival statt. Diese Woche habe ich dreimal einen Burrito gegessen und in dieser Woche kann man verschiedene Museen kostenlos besichtigen. So, kommenden Montag, also kommenden ist sowas wie Next Monday, kommenden Montag rufe ich dich an. Am kommenden Montag werden die Politiker sich zu einer Konferenz versammeln, sowas. Also, versucht es euch zu merken. Ich weiß, es ist ein blöder Unterschied, aber versucht es trotzdem. Also, wenn ihr ein Akkusativ habt und ohne Präposition ist es umgangssprachlich. Dativ mit Präposition ist offiziell. Okay? Ich hoffe, das bleibt hängen, aber ich mache dann noch eine Übung dafür auf Facebook. Ja? Dankeschön. Ciao.